Ja, heute ein besonderer Tag für Dercho TV, was in Sachen News nämlich angeht, denn Update ist heute etwas länger. Ja, für die, die das jetzt auf YouTube gucken, ihr habt's verpasst. Trotzdem gibt's regulär die News-Show um 19:50 Uhr, heute unter anderem mit dem Auftakt zur konzentrierten Aktion in Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz will eine gemeinsame Lösung finden, um die Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Außerdem heute in der News-Show geht es unter anderem um das Thema Homeoffice. Da gibt es eine interessante Studie. Beim SWR wird gestreikt. Außerdem geht es um Windows 11 und im Sport unter anderem geht es um einen russischen Eishockeyspieler, der jetzt seinen Wehrdienst antreten muss. Und zwar nämlich in der Nähe der Arktis, also im Nordpol in der Nähe. Das alles jetzt in der News-Show um 19:50 Uhr. Und damit willkommen zu Dercho TV Update am heutigen Montagabend, dem 4. Juli 2022. Ja, heute quasi was Besonderes, denn für die, die live auf Twitch nämlich zugucken, heute bis 22 Uhr, Maximum 22 Uhr, gibt es News, News, News. Mal kürzer, mal ausführlicher, mal kompakt, mal mit Wetter, mal ohne, mal mit Pausen. Das wird so sein, aber natürlich gewohnt die News-Show von 19:50 Uhr bis kurz vor halb acht oder kurz nach halb neun, so meinte ich das, so bis 20:30 Uhr circa, die bleibt natürlich dabei. Update am Abend, also um halb neun, also gegen 20:30 Uhr und ja, das wird es natürlich so sein. Beginnen tun wir aber leider mit einer Breaking News, die vor wenigen Minuten über die Ticker nämlich gekommen ist, denn es gab schon wieder eine Schießerei in den USA, jetzt auch heute am Unabhängigkeitstag der USA. So gab es in der Nähe nämlich im Vorort von Chicago nämlich mehrere Tote. Wie das bisher über Behördenangaben zu melden gibt, sind es 5 Tote und 16 Verletzte. Und das Ganze ist bei einer Parade zur Feier des Unabhängigkeitstages heute am 4. Juli in den USA passiert. Es ist in der US-amerikanischen Kleinstadt Highland Park, im US-Bundesstaat Illinois, in der Nähe von Chicago passiert. Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, sollen in der Stadt, die sich, wie gesagt, 40 Kilometer nördlich von Chicago befindet, kurz nach Beginn der Parade Schüsse gefallen sein. Augenzeugen berichten, dass es etwa 20 bis 25 Schüsse waren, die abgefeuert wurden. Nach Polizeiangaben ist der Täter noch flüchtig und nach Angaben der Daily Mail soll der Schütze vom Dach eines Geschäftes aus das Feuer auf die Parade eröffnet haben. Einige Teilnehmer hielten die Schüsse zunächst für Feuerwerk, das Bestandteil dieser Feierlichkeiten anscheinend sein sollten. Dann begannen immer mehr Menschen auf der Flucht zu sein. Ein Mitglied des Repräsentantenhauses für die Demokraten, Brad Schneider nämlich, der schrieb auf Twitter, dass es Todesopfer gibt. Ein Reporter der Chicago Sun-Times berichtet von 3. Derzeit sind es jetzt aktuell laut Medienberichten 5, laut Behördenangaben ja auch, die nun auf den Straßen gelegt hätten und bedeckt gewesen seien. Die Parade begann um 10 Uhr Ortszeit. Gut 10 Minuten später waren dann die Schüsse zu hören. Ob das geplant war oder nicht, das ist bisher auch nicht bekannt. Die Parade ist abgebrochen worden. Menschen sind aufgerufen worden, den Innenbereich der Stadt zu meiden. Ein Video ist entsprechend aufgetaucht. Das würde ich euch gerne auch natürlich noch mal zeigen. Das war jetzt falsch. Hier, um das auch noch mal ganz kurz zu zeigen, was da nämlich passiert ist. Also, man hört die Schüsse und es geht dann los, wie Menschen unter anderem rennen. Ihr hört mich wahrscheinlich, glaube ich, schon gar nicht mehr. Und das ist unter anderem auf Twitter beziehungsweise auch auf der Webseite von NTV zu finden. Also dort sind die Menschen auf der Flucht, also auf TikTok und auf anderen sozialen Medien gibt es entsprechend diese Videos zu sehen. Sollte es mehr Informationen dazu geben, bekommt ihr sie natürlich hier bei Update. Natürlich auch noch dann im Anschluss hier bei Update am Abend. Heute ja der ganze Newsabend hier bei Dercho TV live hier auf Twitch. Und beginnen tun wir nun mit der sogenannten konzentrierten Aktion, die nämlich Bundeskanzler Olaf Scholz vorhat. Dazu werde ich später nochmal bei Update am Abend nämlich ein bisschen darauf eingehen, wie natürlich unter anderem auch die Inflation bekämpft wird. Und der Bundeskanzler hat natürlich heute betont, dass er gemeinsam natürlich mit der Wirtschaft die Krise, guten Abend Dominik Jan TV im Übrigen und an den Chat, die Krise nun bekämpfen will. Und das will er natürlich. Und heute ist es darum gegangen, als er sich natürlich mit den Beratungen, als er ja natürlich mit Arbeitvertretern und Gewerkschaftsvertretern sich getroffen hat, hat der Bundeskanzler nämlich gesagt, heute ist es darum gegangen, dass wir ein gemeinsames Verständnis für die Lage entwickeln, in der sich unser Land befindet. Es geht natürlich klar um das Ganze, um die Inflation, um die
Versorgungskrise, um die Energiekrise natürlich, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst wurde, aber auch schon vorher durch Corona entsprechend ja ausgelöst wurde. Was auch unter anderem natürlich der Bundeskanzler gesagt hat, ist Folgendes: In den nächsten Wochen wird es darum gehen, Instrumente zu finden und zu entwickeln, wie wir auf diese historische Herausforderung reagieren. Und natürlich stellt der Bundeskanzler uns alle Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland darauf ein, dass es eine längere Krise sein wird. So sagte er natürlich, die aktuelle Krise wird nicht in wenigen Monaten vorübergehen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich diese Lage auf unabsehbare Zeit nicht ändern wird. Gleichzeitig betonte aber der Kanzler auch, dass die Gesellschaft stark ist, das Ganze zu bewältigen. Den ersten Termin, dem noch weitere folgen, bezeichnete er als vielversprechend. Auch die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi, frisch gewählt ja natürlich oder frisch ins Amt gekommen, betonte auch die gemeinsame Kraftanstrengung, die es braucht. Sie sei auch froh darüber, über die Entlastungen, die schon beschlossen wurden, aber wohl noch nicht überall angekommen sind, zum Beispiel die 200 Euro für Hartz-IV-Empfänger. Nach dem Vorbild der konzentrierten Aktion Ende der 1960er Jahre soll das Bündnis auch Lösungen für die hohen Belastungen für die Bevölkerung erarbeiten. Der Bundeskanzler hatte ja auch die Pläne für diese gezielte Kraftanstrengung in einer außergewöhnlichen Situation Anfang Juni, also schon vor einem Monat, angekündigt. Im Herbst solle dann die Aktion gegen die Inflation dann auch noch genaue Ergebnisse bringen, kündigte Steffen Hebestreit, der Regierungssprecher, an. Bei dem ersten Treffen werde es eine ganze Reihe von Terminen folgen. Heißt es, wir reden über eine lange Strecke, so der Regierungssprecher heute. Ja, seitens der Regierung seien neben Bundeskanzler Scholz von der SPD auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dabei gewesen von den Grünen, auch FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner sowie auch Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD und der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt von der SPD sind ebenfalls dabei gewesen. Und vor dem Treffen hatte ja die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ja schon gefordert, dass vor allem ja Menschen mit einem niedrigen Einkommen mit dauerhaften Lohnerhöhungen unterstützt werden müssen. Passend dazu schloss sich auch der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Wernicke, nämlich an. Eine tarifpolitische Zurückhaltung der Gewerkschaft aber schloss er entsprechend eher aus. Auch über die Ausgestaltung eines möglichen Energiepreisdeckels wurde diskutiert. Der Vorsitzende der Grünen, Omnid Nuripur, forderte, Zitat, es ist offensichtlich, dass es weitere Entlastungen braucht und diese müssten der Breite der Gesellschaft zugutekommen, also auch wirklich die, die es auch wirklich brauchen. Alle, die natürlich, wie gesagt, es nötig haben. Zunächst müssen auch die Ergebnisse aus den Beratungen der konzentrierten Aktion, so heißt es, abgewartet werden. Nach der Sommerpause, dann erst wohl ja im September, müssten dann schon Entscheidungen fallen, so der Grünen-Vorsitzende. Und Vertreter des Mittelstandes kritisierten auch diese konzentrierte Aktion als unzureichend. Der Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft, Markus Jäger, der sagte heute in einem Interview mit RTL-NTV nämlich, dass es nötig sei, dass ein Gesellschaftsgipfel nämlich gestartet werden soll, bei dem auch Logistiker, Produzenten und auch natürlich der Mittelstand dabei sein soll. So sagt er, das betrifft so viele auf dem Markt, dass es nicht ausreicht, dass man sich in einer kleinen Gruppe von Riesen zusammensetzt, um in einer konzentrierten Aktion die Probleme lösen zu wollen. Ja, wie natürlich man sich das anschauen will und alles, das wird sich natürlich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Mehr natürlich zu dem Thema, was Inflation und so angeht, bei Update am Abend, kurz nach 8:30 hier bei Dercio TV. Und ich bedanke mich nochmal bei dem lieben Don Pedro nämlich, der sein Sub verlängert hat. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich habe ja die Alerts ja hier abgeschaltet. Vielen Dank für deinen Sub im 16. Monat für Stufe 1. Vielen, vielen Dank dafür und dir einen schönen guten Abend. Willkommen heute zum News-Montag. Einmal im Monat findet das statt, dazu werde ich später noch ein bisschen was erzählen. Ja, kommen wir nun zu dem, was wahrscheinlich viele von euch schon seit jetzt schon mehr als 2 Jahren machen, andere vielleicht nur noch unregelmäßig oder gar nicht mehr. Homeoffice. Ja, das ist ja während Corona ja entsprechend richtig in geworden. Vorher gab es ja schon längst die Diskussionen darüber. Ist kein Witz, gab es mal. Es gab mal Diskussionen über Homeoffice. Dann kam urplötzlich die Corona-Pandemie und bam, war es möglich. Ja, und nun gab es eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes, nämlich der DGB, die nämlich herausgefunden hat, dass Arbeiten im Homeoffice auch zu Stress führen kann und damit auch eine Gefahr für die Gesundheit wird. Ja, das ist nämlich bei dieser Studie herausgekommen. 28% der Heimarbeiter machen oft auch demnach unbezahlte Überstunden. Von
von zu Hause aus, sitzen also länger an der Arbeit als eigentlich geplant. Zudem erwarten ja auch Fortgesetzte von jedem Dritten, der außerhalb der normalen Arbeitszeiten erreichbar sei, etwa zum Beispiel am Handy, wie es in der Untersuchung Arbeit der Zukunft im neuen Normal, Fragezeichen, Entgrenzung und Erholung bei der digitalen und mobilen Arbeit, so heißt es, heißt die Studie, nämlich herausgefunden wurde. Erst hatte die SZ, die Süddeutsche Zeitung, über diese Studie berichtet, dann alle anderen Medien und jetzt auch hier bei Dercho TV. Heimarbeiter sind nach Angaben zufolge öfters abends bis 23 Uhr auch noch zu Hause bei ihrem Job im Homeoffice tätig, fangen aber auch entsprechend früher wieder an. Heißt also, ja, man steht und man geht ins Bett mit der Arbeit. 46% haben aber auch gesagt, ich verkürze eher meine Pause oder lassen sie ganz weg, damit sie halt auch mehr arbeiten können. 47% die Homeoffice nämlich machen, die geben sogar auch an zu sagen, ja, in der Freizeit, da kann ich dann eigentlich irgendwie nicht mehr abschalten. Ja, alle diese Werte seien deutlich höher als bei den Beschäftigten, die meist oder immer in der Firma arbeiteten, so die Autoren dieser Studie. Und das Arbeiten zu entgrenzten Zeiten hängt auch der Untersuchung zufolge eng mit der Arbeitsbelastung im Homeoffice zusammen. So heißt es, Zitat, wenn die Arbeit häufiger unter Zeitdruck erledigt werden muss, steigt der Anteil der Beschäftigten mit Abendarbeit, unbezahlter Mehrarbeit und ständiger Erreichbarkeit deutlich an. Ja, viele kennen das sowieso, dass der Chef ja dann immer sagt, man muss erreichbar sein, auch wenn man im Büro arbeitet und dann immer wieder erreichbar sein muss. Gibt's ja auch bei vielen. Wenn es hingegen Betriebsvereinbarungen zu ortsflexiblen Arbeiten gäbe, läge der Anteil derjenigen, die Ruhezeiten verkürzen, nur halb so hoch, wie zum Beispiel ohne diese entsprechenden Regelungen, heißt es in der Studie. Und der DGB forderte natürlich jetzt nicht irgendwie zu sagen, Homeoffice schlecht, weg damit. Nein, nein, nein. Man fordert ein Gesetz, das die Heimarbeit, also das Homeoffice für alle Beschäftigten verbindlich regelt. So sagte Jasmin Fahimi, die DGB-Chefin, also des Deutschen Gewerkschaftsbundes, hatten wir heute schon. Zitat, mit einem gesetzlichen Ordnungsrahmen für das mobile Arbeiten können die Rechte und die Selbstbestimmungen der Beschäftigten gestärkt werden. Ja. Viele betätigen wahrscheinlich von euch noch Homeoffice, andere wiederum nicht. Viele würden das gerne haben wollen, können aber ja vor Ort arbeiten. Nun gut, da wo kein Homeoffice möglich ist, im Handwerklichen zum Beispiel, klar, das geht halt nicht. Ich meine natürlich Büroarbeit und so. Ne? Also, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das verstehe, wie das gemeint ist. So ist es natürlich auch möglich. Also nicht möglich, muss ich mal einfach mal sagen. So, ich kriege hier den, wenn ich das gleich komplett wegmache, den Fleck, dann ist egal. Was sonst noch heute so passiert ist an diesem Montag jetzt bei Update Kompakt. Die ukrainische... Heute scheint irgendwie der Wurm drin zu sein, aber das ist typisch, wenn so eine Eilmeldung kommt, weil dann hat der Rechner ein bisschen Schluck auf. Ich hoffe, jetzt klappt es zu Beginn. Die ukrainische Regierung will den Wiederaufbau ihres kriegszerstörten Landes zum großen Teil mit russischem Geld finanzieren. Nötig seien auch Schätzungen mindestens 750 Milliarden Dollar, sagte Regierungschef Denis Schimal bei der ersten großen Wiederaufbaukonferenz in Lugano in der Schweiz. Herangezogen werden sollten die 300 bis 500 Milliarden Dollar Vermögenswerte des russischen Staates und von Oligarchen, die weltweit eingefroren seien, sagte er. SPD-Chef Lars Klingbeil hat vor drastischen Folgen für den Industriestandort Deutschland gewarnt, sollte der russische Präsident Wladimir Putin die Gaspipeline Nord Stream 1 dauerhaft abschalten. In einem Interview mit RTL-NTV sagte er, wir stehen vor dramatischen Monaten. Menschen mit kleinem und mittleren Einkommen litten bereits unter der hohen Belastung. Klingbeil sagte, da muss man jetzt gemeinsame Wege finden, wie wir als Land durch diese schwierigen Monate durchkommen. Am 11. Juli starten die jährlichen Wartungsarbeiten an der Pipeline. Die FDP hat Debatten über höhere Steuern oder Staatsausgaben angesichts der hohen Inflation strikt zurückgewiesen. Steuererhöhungen wären in dieser Situation toxisch für unser Land und für unsere gesamte Volkswirtschaft, warnte Generalsekretär Bijan Dirsaray. Inflation bekämpfe man nicht mit höheren Steuern und höheren Staatsausgaben, sondern mit einer soliden Finanzpolitik. Das bedeutet die Rückkehr zur Schuldenbremse. Zudem müsse die kalte Progression, die Gehaltserhöhungen auffresse, abgeschafft werden. Der mutmaßliche Täter des Amoklaufs von Kopenhagen wird für 24 Tage in eine geschlossene psychiatrische Abteilung eingewiesen. Das berichten dänische Medien übereinstimmend aus der Anhörung des Tatverdächtigen. Somit müsse der Tatverdächtige die Untersuchungshaft in der Psychiatrie verbringen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-Jährigen den Medien zufolge vorsätzliche und versuchte Tötung vor. Er soll in einem Einkaufszentrum drei Menschen erschossen und vier weitere durch Schüsse schwer verletzt haben.
Das deutsche Erfolgsdoppel Kevin Krawitz und Andreas Mies ist beim Rasenklassiker in Wimbledon zum ersten Mal ins Viertelfinale eingezogen. Das Duo gewann gegen Johnny O'Mara und Ken Skupski aus Großbritannien mit 7:6, 8:6, 6:4 und 6:4 auch seine dritte Turnierpartie. Die zweimaligen French Open-Sieger treffen im Viertelfinale nun an das Nummer 2 gesetzte kroatische Doppel Marti Pavic und Nikola Mektic. Krawitz und Mies waren in Wimbledon bislang nicht über die dritte Runde hinausgekommen. In den Doppel- und Mixed-Konkurrenzen sind alle weiteren deutschen Profis schon ausgeschieden. Läuft doch noch ein bisschen für die Deutschen bei Wimbledon. Morgen ja das deutsch-deutsche Duell bei den Frauen im Viertelfinale wird ja auch interessant sein. Ja, werden wir mal gespannt sein. So viel zu den News. Mehr News natürlich auch wie immer auf dercho-tv.de. Und jetzt kommen wir irgendwie wieder zu Arbeit. Und zwar nämlich zum Südwestrundfunk, zum SWR nämlich, denn da gab es heute Warnstreiks. Ja, beim SWR in Stuttgart, in Baden-Baden und in Mainz sind von heute Mittag an bis zum Abend hin, also bis zum Feierabend hin, nämlich Streikversammlungen geplant gewesen vor den Rundfunkhäusern des Südwestrundfunks. Auch die Beschäftigten im Homeoffice sind nämlich im Streik nämlich aufgerufen worden, also haben einfach Laptop zugeklappt und dann einfach mal gestreikt. Ja, der Grund ist natürlich der, es soll mehr Geld geben. Der Deutsche Journalistenverband unter anderem, der fordert 6% mehr Gehalt in die und will damit auch in die Verhandlungen gehen. Verdi geht natürlich noch weiter, bringt seine Formel 250 plus 2,5. Stellt man sich die Frage, was für Dinge? Was? 250 Kamele für 2,5 Billionen? Was? Wie? Wer? Es heißt ganz einfach, eine Basisanhebung um 250 Euro und darauf aufbauend noch eine prozentuale Erhöhung von 2,5%. Ein entsprechendes Modell, bei dem geringere Einkommen überproportional auch profitiert würden. Der SWR hat aber bisher noch gar kein Angebot vorgelegt. Ja, ein solches aber ist für die nächste Verhandlungsrunde, die am Donnerstag nämlich stattfinden wird, angekündigt. Und eine Sprecherin des Südwestrundfunks beantwortete oder sagte auf Anfrage des Medienmagazins DWDL auch folgendes, Zitat, der Warnstreik wird vereinzelt Auswirkungen auf das SWR-Programm haben, auch Nachrichtensendungen werden betroffen sein. Der SWR ist verwundert über die Streikaktion am Anfang der Tarifverhandlungen, bevor der SWR überhaupt ein Angebot gemacht hat. Dessen ungeachtet ist der SWR an einer guten Unternehmensstruktur und einem fairen Miteinander interessiert. Dazu gehört auch eine angemessene Bezahlung, allerdings in unsere finanziellen Möglichkeiten begrenzt. Ja, denn dass der SWR einen eingeschränkten Entscheidungsspielraum hat, liegt aber auch daran, dass den öffentlich-rechtlichen Sendern ja auch Vorgaben durch die KEF, die durch die Finanzkommission ja auch gemacht wurden, demnach sollen ja die Personalkosten der Sender nur um jährlich 2,25% steigen. Verdi übt ja daher auch harsche Kritik an den KEF aus, so sagte nämlich der baden-württembergische Landeskoordinator Medien der Gewerkschaft Verdi, Siegfried Heim, Zitat, diese Vorgabe wurde vor Beginn des Ukraine-Kriegs gemacht und wird der aktuellen Situation mit Inflationsraten von deutlich über 7% nicht gerecht. Ja, der neue Vorsitzende der KEF, also der Kommission, die ja natürlich, wie gesagt, die Finanzen der Öffentlich-Rechtlichen überprüft, Martin Detzel, hatte ja in Interviews unter anderem das Ziel genannt, die Personalkostensteigerung dauerhaft unterhalb der Inflationsrate halten zu wollen. Siegfried Heim ein bisschen als eine grundgesetzwidrige Einmischung in die Tarifautonomie, die den Beschäftigten Inflationsausgleich und Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung verweigert. Ja, auch der Deutsche Journalistenverband, der dringt auf einen Inflationsausgleich und betont die Vorbildwirkung der Verhandlungen beim SWR. So heißt es von Frank Überall, dem Vorsitzenden des DJV, was beim SWR geht, ist auch andersorts möglich. Ja, und das mit Blick auf die anstehenden Tarifauseinandersetzungen, nicht nur beim SWR, sondern auch bei anderen ARD-Anstalten. Ja, in der Corona-Pandemie hätten ja die Journalistinnen und Journalisten von der ARD oder generell von den Öffentlich-Rechtlichen ja auch einen sehr guten Job gemacht.
Und der auch fair vergütet werden müsste. Ja, man muss ja auch bedenken, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch von solchen Corona-Leugnern und Volksverrätern ja auch, sagen wir mal, eins an die Klatsche bekommen, wo man ja auch sagen muss, dafür sollten sie auch mehr Geld bekommen, alleine, dass sie sich von solchen Idioten eigentlich trauen. Die hohe Inflationsrate dürfte auch nicht zu realen Einkommensverlusten dann entsprechend bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der, ja, bei den Journalisten natürlich führen. Und deswegen wird dagegen gekämpft. Und schon heute gab es Streiks. Unangekündigt, hat wahrscheinlich, für die, die wahrscheinlich das SWR-Programm geguckt haben, irgendwie wohl, ja, was soll sein, herausragend, wolltest du sagen, oder? Ja. Ist mir Frosch im Hals stecken. Wer weiß, ja. Ja, gehen wir in die Gaming-Welt, schauen wir auf Steam. Aktuell läuft ja noch der Summer Sale, ne? Zahlreiche Spiele sind ja noch bis, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, bis Donnerstag noch reduziert, unter anderem ja noch, Hashtag keine Werbung, Highlights wie FIFA 22 oder Red Dead Redemption 2, Halo Infinite oder Monster Hunter Rise sind ja derweil ja ziemlich kostenlos. Aber Valve, beziehungsweise auch, wie gesagt, die Plattform Steam, wo natürlich der Summer Sale stattfindet, hat nämlich auch nämlich neue Zahlen veröffentlicht, was nämlich über das neue Windows-Betriebssystem, das neue Microsoft-Betriebssystem Windows 11 nämlich so langsam angeht. Denn so langsam scheint auch Steam sich über Windows 11 auszubreiten. Ja, im Juni dieses Jahres hat das Betriebssystem von Microsoft nämlich, was Steam-Nutzern nämlich angeht, die 20%-Marke überschritten. Ja, denn insgesamt haben nämlich 21,23% der Steam-Nutzer Windows 11 auf ihrem PC installiert. Das ist eine Steigerung im Vergleich zum Vormonat um 1,64% und Windows 11 ist ja noch nicht mal ein Jahr online, sondern erst ja gut 9 Monate. Die Ergebnisse der Steam-Umfrage geben aber noch lange nicht Aufschluss über die aktuelle Verteilung vom neuen Windows-Betriebssystem. Da bekommt man aber auch, wie gesagt, geradewegs auch ein Blick natürlich trotzdem darauf, auf die Betriebssysteme, die die Nutzer auch gerade am häufigsten nämlich verwendet. Weiterhin natürlich Platz 1, Windows 10. 71,32% natürlich liegt Windows 10 weiterhin vorne, ist aber auch allgemein das dominierende Betriebssystem auf Steam. Rund 96,37% nutzten irgendeine kompatible Version von Windows. Hallo, benutzt ihr Windows 8.1 oder Windows 7? Nee, Support hat das nicht mehr, ne? Nein, Windows 7 hat keinen Support mehr, war aber eins der besten. Apropos Windows 7, war auch noch mit dabei. Da liegt aber der Anteil bei 3,17%. Ja, 3,17% der Steam-User nutzen noch Windows 7. Ich bin's nicht, weil ihr habt ja schon öfters mein Betriebssystem gesehen. Es ist Windows 10. Ja, Mac OS, also das Betriebssystem von Apple, liegt bei 2,45%, also ja, deutlich unten. Noch deutlicher unten ist nämlich Linux mit 1,8%. Das ist nur, wie gesagt, ein kleiner Teil davon. Und neben den Details zur Software liefert aber auch diese Umfrage, die nämlich von Valve nämlich rauskam, auch Infos zur Hardware, die nämlich auch bei den Steam-Nutzern verbaut ist. So erfahrt man auch dadurch, dass die Nvidia GeForce GTX 1060 mit 6,82% am häufigsten in den Rechnern der Spieler zu finden ist. Ja, die erste RTX-Grafikkarte befindet sich eher auf Platz 4. Dabei handelt es sich ja um die RTX 2060 mit 4,87% der User, die sie haben. Die beliebteste Auflösung ist natürlich weiterhin Full HD, also 1080p. Da sind nämlich die Steam-User bei 66,72%. Ist eine sehr tolle und interessante, man muss es wirklich so sagen, Auflösung bzw. Umfrage, die es dort nämlich gegeben hat. Und in den 3 Jahren geht auch der Windows 10 Support für ein Jahr. Bis dahin hoffentlich habe ich auch neue Hardware, um Windows 11 zu nutzen. Könnte ich ja auch um Umwege machen, aber Updates wird es dann entsprechend nicht geben. Vielleicht, wenn ich mal so langsamer, aber wie gesagt, sind ja im Moment schwierige Zeiten, was das ja mit Kohle und so angeht. Ja. Schwierige Zeiten auch, um jetzt mal auf den Sport zu kommen, für russische Sportler nämlich, denn anstatt jetzt irgendwie sich auf Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften oder auf irgendwelche nationalen Ligen zu freuen, dürfen die eigentlich gar nichts machen. Nun gut, für vereinzelte Spieler gilt das entweder gar nicht, weil sie entweder es geschafft haben, aus Russland wegzukommen und natürlich zu sagen, mit dem Krieg in der Ukraine möchte ich nichts zu tun haben, was da mein Land tut. Und das wollte auch anscheinend Ivan Fedotov. Der ist bekannter Eishockey-Nationalspieler in Russland.
Ja, der wollte nämlich eigentlich seinen bisherigen Club ZSKA Moskau, ja, die haben auch eine Eishockeymannschaft, eigentlich verlassen, um in die nordamerikanische Eishockeyliga NHL zu wechseln. Doch da kam anscheinend das russische Militär schneller. Denn er ist anscheinend, so heißt es nämlich, auf einer Militärbasis auf der Arktisinsel Nova Slemjaja strafversetzt worden. Warum? Ja, er soll nämlich den Wehrdienst verweigert haben, heißt es. Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf einen Informanten der russischen Sicherheitsorganen. Fedorov wurde am vergangenen Freitag in St. Petersburg nach dem Training dann von unbekannten Leuten festgehalten und in einen Kleinlaster verfrachtet. Später wurde dann bekannt, dass der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in Peking in einem Kreiswehrsatzamt gebracht wurde und dort auch festgehalten wurde. Ja, und nach mehrstündigen Aufenthalt dort wurde dem Sportler dann schlecht und musste dann mit dem Krankenhaus entsprechend in eine Klinik fahren. Gestern dann wurde Fedorov dann zum Militärstützpunkt Smermelmorsk nördlich von Murmansk nämlich gebracht und ein anonymer Sprecher der russischen Sicherheitsorgane sagte der russischen Nachrichtenagentur, Zitat, voraussichtlich wird er seinen Dienst in einer Militäreinheit ableisten, die auf der Insel Novaya Zemlya im Nordpolarmeer liegt, also schon ganz weit oben am Nordpol. Da, wo es arschkalt ist, wo wir hier gerade am Schwitzen sind und da arschkalt. Ja, diese Basis nämlich ist auch ein ehemaliges sowjetisches Atomtestgelände. Man könnte sich jetzt, sagen wir mal, entsprechend seinen Teil dabei denken. Ja, in der kommenden Saison wollte Fedotov eigentlich für die Philadelphia Flyers in der NHL eigentlich spielen. In der zurückliegenden Saison hatte der russische Nationalspieler als Torwart mit ZSK Moskau auch den Gagarin Cup gewonnen. Sein Vertrag lief aber letzte Woche eigentlich aus, bis Ende Juni ging er nämlich noch. Der Kolumnist Anton Orech vermutet, dass die Einberufung Fedotovs damit zusammenhängt, dass die ZSKA-Führung verärgert war über diesen Wechsel. Also es hat weder was mit einer Kritik über Wladimir Putin oder seine Politik zu tun und Sonstiges. Denn als Spieler von ZSKA war der 25-Jährige offiziell auch Angehöriger der russischen Streitkräfte. Ja, ob es natürlich dann zumindest ein gutes Ende für ihn geben wird oder nicht, das wissen wir leider nicht. Aber man sieht, wie brutal es da natürlich auch abgehen will. Auch geradewegs, weil ein Verein einfach nur stumpf beleidigt ist und sagt, ja gut, dann gehst du nicht, Blatt, dann gehst du halt an Nordpol. Und wirst deinen Militärdienst machen. Ja. Das ist leider so die Gesellschaft, die wir da so haben in Russland. Ist leider sehr, sehr bitter. Ja. Soviel dann von den Meldungen auch schon vom heutigen 4. Juli hier bei Dercho TV. Wir kommen aber ganz kurz nochmal zurück und zwar nämlich zu der Schießerei in der Nähe von Chicago nämlich, denn dort ist in der US-amerikanischen kleinen Stadt Harland Park, die gut 40 Kilometer nördlich von Chicago liegt, nämlich eine Schießerei gewesen, geradewegs während einer Parade anlässlich des Unabhängigkeitstages heute am 4. Juli. Aktuell heißt es nämlich auch schon, dass es 6 Tote geben sollte, berichtet unter anderem mehrere Medien, wie CNN auch berichtet, sollen diese Schüsse kurz nach Beginn nämlich abgefeuert sein. Laut Polizeiangaben ist aber der Täter immer noch flüchtig. Nach Angaben der Daily Mail soll der Schütze vom Dach eines Geschäftes aus auf die Parade gefeuert haben. Erst hatte man gedacht, es würde sich um Feuerwerk handeln, waren aber dann, nachdem man gesehen hat, wie Menschen gerannt sind, dann eher was anderes. Auf einer Pressekonferenz, die jetzt stattgefunden hat vor wenigen Minuten anscheinend, beschreibt ein Polizeivertreter den mutmaßlichen Schützen als männlichen Weißen im Alter zwischen 18 bis 20 Jahren. Eine Waffe wurde vor Ort von der Polizei gefunden, heißt es. Und zudem heißt es auch, dass mittlerweile 2 Dutzend Menschen in ein Krankenhaus geliefert worden seien. Aktuell ist erstmal von 16 Verletzten die Rede. Auch von höchster politischer Ebene, zumindest vom Bundesstaat Illinois aus, der Gouverneur J.B. Pritzker, der sagte, ihm legen Berichte auch vor, wonach 9 Menschen durch Schüsse verletzt oder getötet worden seien. Der Kongressabgeordnete Brad Schneider, der an der Parade heute teilnehmen wollte, schrieb auf Twitter, ich habe gehört, dass es Tote und Verletzte gibt. Ja, das Büro des Sheriffs von Lake County, Nancy Rottering, teilte auf Twitter mit, bleiben Sie dem Gebiet fern, lassen Sie die Polizei und die Ersthelfer ihre Arbeit machen. Und der Ort Highland Park gilt als eine sehr wohlhabende Gegend am Rande von Chicago, der Millionenmetropole. Sollte es da natürlich auch weitere Informationen geben, kriegt ihr sie natürlich hier im Laufe dieses Abends
hier bei Dercho TV, denn heute ist der ganze Tag hier der News-Tag quasi. Ja, freut euch mal drauf. Jetzt kommen wir aber zum Wetter und schauen mal auf die nächsten Stunden, Minuten, Tage, mehr auch nicht, deswegen die Aussichten. Nachts im Süden von Bayern noch vereinzelt Schauer, sonst bleibt es trocken und ruhig. Ein paar Wolken gibt es natürlich auch. Temperaturen so zwischen 13 bis 16 Grad. Morgen dann am Dienstag gibt es viel Sonne, viel Wolken oder ein paar Wolken zumindest, aber auch viel Sonne. Temperaturen zwischen 18 Grad an der Nordsee und 28 Grad im Schwarzwald, aber auch im Bereich von Frankfurt am Main. Die Aussichten für die kommenden Tage, am Mittwoch nochmal im Norden ein paar Schauer, die es am Donnerstag dann im Süden gibt mit ein bisschen Sonne. Am Mittwoch, wie gesagt, ein paar Schauer, sonst bleibt es trocken. Ab Freitag dann natürlich wieder zum Wochenende hin viel Sonne. Temperaturen liegen so zwischen Höchstwerte bei 19 bis 26 Grad. Ja, und für die, die jetzt live hier auf Twitch zugucken, möchte ich sagen, dass es jetzt hier nichts zum Zocken gibt. Das heißt, euch wünsche ich schon mal einen schönen Abend. Für die, die nämlich zum Zocken gekommen sind. Denn hier gibt es nämlich jetzt gleich eine Premiere. Und zwar wird Update jetzt nicht wegen irgendeiner Breaking News verlängert oder so. Nein, sondern Update geht geplant in die Verlängerung. Ja, ab 20.30 Uhr circa, also gut 10 Minuten, vielleicht auch sogar früher, wird nämlich Update am Abend starten. Die News-Show geht in die Verlängerung. Und vom Inhalt her wird es natürlich klar sein, News des Tages natürlich aus Politik, Entertainment, Games, Sport, Wirtschaft und der Gesellschaft natürlich. Ein paar Themen habe ich rausgesucht für gleich. Das Ganze verfeinert natürlich mit Update Kompakt, was ihr heute hier schon gesehen habt, und dem Wetter, was geradewegs war. Und das Ganze bis circa 22 Uhr. Ja, also, das wird recht interessant. Ich hoffe, ihr werdet euch drüber sehr freuen. Und ja, wenn ihr ein bisschen Gaming vermisst, ich kann mal einen kurzen Hinweis nämlich geben, und zwar nämlich auf derchotv.de. Ja, heute ist ein neues Let's Play gestartet. Das neue Games Play, genauer gesagt das neue Pokémon Let's Play auf derchotv.de. Pokémon X ist nämlich gestartet. Die erste Folge ist online. Montags und freitags gibt es ja immer eine neue Folge des Let's Plays auf derchotv.de und natürlich auf dem derchotv Games YouTube-Kanal. Da könnt ihr gerne ein Abo hinterlassen. Falls noch nicht getan, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ihr könnt da natürlich, hier habe ich es auch nochmal für euch geöffnet, auch nochmal reinschauen in die erste Folge, die heute online gegangen ist auf dem YouTube-Kanal von derchotv Games. Wie gesagt, die zweite Folge gibt es dann am Freitag und das dann immer um 18 Uhr zu sehen, natürlich hier auf dem YouTube-Kanal von derchotv Games. Würde ich mich sehr freuen, natürlich auch alles zu finden auf derchotv.de. Also, gleich geht's weiter mit News, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und ja, bis gleich, würde ich mal sagen. Ne? Oder bis morgen, bis Mittwoch. So war es nämlich. Bis dahin.